Ich bin der CEO der Broadcast Solutions und einer der Gründer und somit von Anfang an seit 2003 im Unternehmen dabei. Die Broadcast Solutions ist einer der größten Systemintegratoren in Europa. Wir sind ein herstellerunabhängiger Systemintegrator, sind ca. 250 Mitarbeiter weltweit und ja, sind im Bereich Broadcast und Medien vom kleinen Ü-Ware bis zum großen Remote Hub aktiv. Technische Gesamtsysteme werden unseren Kunden von uns übergeben und er nutzt sie dann und betreibt sie dann. Broadcast Solutions GmbH hier in Bingen, das ist das Head Office, die Zentrale. Wir haben 12 Standorte in 9 Ländern. Das sind selbstständige Tochterunternehmen. Jede Tochtergesellschaft wird mehr oder weniger vom Geschäftsführer, vom lokalen Geschäftsführer separat geführt. Zusammen haben wir aber auch, wir nennen es Extended Management Team, wo dann alle Geschäftsführer wieder mit bei Entscheidungen dabei sind. Und somit kann man sagen, wir haben ein global aufgestelltes Führungsteam. Wir sind auf dem Markt hauptsächlich für die Fernsehübertragungswagen bekannt. Wir gelten sogar als einer der größten in Europa, die Fernsehübertragungswagen baut. Im Moment erweitern wir diese Kompetenz auf den allgemeinen Studiobereich. Ü-Waren macht nur noch 40% von unserem Umsatz aus. Der Rest sind Festinstallationen, ja, alles rund um Sendezentrum bis zum Remote Hub. Das sind über 500 Projekte, die wir seit 2003 erfolgreich realisiert haben. Und das sind Projekte unterschiedlicher Größe natürlich. 2008 haben wir vom ZDF Aufträge gekriegt. Wir konnten diese Referenzen natürlich weltweit nutzen anschließend. Also seitdem wir fürs ZDF gute Aufträge abgeliefert haben, ging es bei uns weltweit viel einfacher. Die Entwicklung unserer eigenen Streamline, sogenannten Streamline-Ü-Wagen-Serie, die einen riesen Anklang hatte gleich am Anfang. Das gab einen Schub. Der Rahmenvertrag über 10 Übertragungswagen war natürlich sehr wichtig. Das war damals MediaTek, heute NAP. Die haben uns unterstützt quasi. Wir sind gemeinsam gewachsen. Und natürlich, was wir hier sehen, das eigene Steuersystem, das High Human Interface. Das ist für mich ein persönliches Highlight und ein Milestone. Aus meiner Sicht, stärkste Technologieänderung war von SD zu HD, weil das war für mich so, nicht für uns war das, also wir haben alle profitiert, weil das einfach alle Kunden machen mussten. Wichtig war aber auch, der Kunde hat das gesehen. Wenn wir heute jetzt von SDI zu IP gehen, ist es mehr oder weniger eine interne Sache. Es gab immer technische Innovationen, es gab Hypes. Stereo 3D, wenn sich einige erinnern, natürlich gibt es den IP-Hype, aber das Ganze wird nicht immer so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Der Broadcast-Bereich wird weiter wachsen. Es werden immer mehr Produktionen auch von kleineren Sportarten stattfinden. Das heißt, der Bedarf, mehr zu machen, ist da. Es verändert sich aber. Die Produktionen werden einfacher, werden remote stattfinden. Aber auch hierfür müssen im Venue, in den Arenen, Produktionsmittel aufgestellt werden, die dann eben nicht mehr in einem großen Ü-Wagen sind, sondern vielleicht in kleineren Einheiten, in Flightcase-Einheiten, in kleinen Transportfahrzeugen und die dann verbunden sind mit einem Remote-Produktionshub. Der Content ist der Treiber und den Content wird man immer brauchen. Und ich denke, die große Sportereignisse wie die Olympiaden, Weltmeisterschaften, die können nur mit großem Aufwand produziert werden. Die ganze Branche ist im Wandel im Moment. Die ganze Branche hat auch ein Problem, das ist die passenden Mitarbeiter zu finden. Wir stellen fest, dass die Attraktivität der Branche für neue Mitarbeiter stark gesunken ist. Wir müssen uns so aufstellen, dass wir den Mitarbeitern viel bieten. Oder müssen auch um die Mitarbeiter kämpfen, dass wir sie kriegen. Das sehe ich als sehr große Herausforderung für die ganze Branche, nicht nur für uns. Am meisten Spaß macht mir zu sehen, wie die Projekte, die man am Anfang ja, mit dem Kunden angefangen hat und dann auch tatsächlich realisiert worden sind und Zufriedenheit des Kunden.
man transportiert Nachrichten, man transportiert Inhalte, man transportiert Emotionen. Und dafür die technischen Möglichkeiten zu liefern, das ist das, was mich reizt. Und zwar technische Möglichkeiten, die dem Gesamtprodukt dienen, also dem Transport von Nachrichten, dem Transport von Emotionen und nicht Technik als Selbstzweck. Zum Jubiläum kann ich nur sagen, ich möchte mich bei allen bedanken, die mit dazu beigetragen haben, dass die Broadcast Solutions jetzt da ist, wo wir im Moment sind. Das fängt natürlich bei unseren Mitarbeitern an, aber auch bei all unseren Kunden und bei unseren Lieferanten.